Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Freitagsausgabe von BLK Regional. Ja, und kommen wir gleich zu unserem ersten Thema. Die AOK Sachsen-Anhalt organisierte schon zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Basketballclub das AOK Jugendcamp. Bewegung und gesunde Lebensweise von Kindern und Jugendlichen sind der größten gesetzlichen Krankenkasse ein besonderes Anliegen. Daher engagiert sich die AOK seit Jahren für den Verein. Am Mittwoch konnten sich sportbegeisterte Kids zwischen 10 und 14 Jahren einen Tag lang beim Basketballspielen austoben und ausprobieren sowie gemeinsam Spaß haben. Dabei stand in der Weißenfelser Stadthalle das Dribbeln, Werfen und Passen auf dem Programm. Da durften wir natürlich auch nicht fehlen. Die Stadthalle Weißenfels war am 8. Februar Austragungsort des zweiten AOK-Jugendcamps zusammen mit den Wölfen des Mitteldeutschen Basketballclubs. Die AOK ist sozusagen der exklusive Gesundheitspartner des Mitteldeutschen Basketballclubs. Wir haben eine Kooperation und heute haben wir das zweite AOK-Jugendcamp hier eröffnet. Und wir unterstützen natürlich Gesundheitsförderung, das ist bekannt. Wir haben viele Präventionsprojekte in der AOK, beginnen damit natürlich auch im Kinder- und im Jugendalter, weil es dann auch den größten Sinn macht. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Insgesamt haben wir eine große Sportkooperation im Land Sachsen-Anhalt, auch mit dem Landessportbund, wo ähnliche Projekte laufen und heute eben hier ganz lebendig, nicht nur eine Worthülse, Prävention und AOK-Präventionsprojekte, sondern hier das zweite Sport-AOK-Jugendcamp. Die 100 teilnehmenden Kinder kamen nicht nur aus Weißenfels oder dem Burgenlandkreis, sondern aus ganz Sachsen-Anhalt, unter anderem auch aus Stendal, Magdeburg und Halle. Und das ist in den Ferien, das sind sozusagen die Ferienspiele des MBC zusammen mit der AOK, weil es uns natürlich wichtig ist, dass wir die Kinder und Jugendlichen hier in unserer Region unterstützen. Das machen wir ja nicht nur bei dem Camp, sondern auch in vielen anderen Formaten wie Schul-AGs und Trainingsgruppen, auch in der Liga, wo wir die jungen Leute betreuen. Über 2000 Jugendliche hier in Mitteldeutschland. Und da ist natürlich das Format des AOK Jugendcamps eine wunderbare Ergänzung. Geht auch nur, wenn man einen Partner wie die AOK hat. Und ich glaube, Spaß, Bewegung, ist gesundheitsfördernd, dann passt das auch wieder schön zur AOK. Also wir sind da, glaube ich, ein sehr gutes Team. So waren auch Teamplayer des MBC mit dabei, um den Kindern Grundzüge des Basketballspielens beizubringen. Also wir haben die Erfahrung gemacht schon beim letzten Mal, dass wirklich einige Kinder bisher noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Basketball hatten. Und wir sie das erste Mal so ein Stück weit daran führen, ihnen vielleicht auch ein bisschen Appetit machen auf diese Sportart, vielleicht auch da zu beitragen, dass sie das in Zukunft auch vielleicht in der AG mit betreiben. Also einfach Lust und Appetit auf diesen Sport machen, das ist auch ein Sinn und Zweck dieses Tages. Appetit ist dann auch wieder das Stichwort für die AOK. Also konkret ist es so, dass wir in der Mittagspause einen Stand haben. Unsere Ernährungsberaterin Frau Koch wird da vor Ort sein und gesunde Ernährung anbieten. Ganz oben an steht natürlich viel Obst. Wo versteckt sich Zucker, der natürlich nicht gesund ist? Und auch mit kind- und jugendgerechten Tipps, ganz praktische Dinge, die man auch mit nach Hause nehmen kann und heute Abend Vati und Mutti erzählen kann. Mach doch das mal morgen in meine Brotbüchse, wenn ich zur Schule gehe. Auch wenn es schwer ist, empirische Daten zu benennen, inwieweit sich solche Events direkt auswirken, so ist das Ziel in jedem Fall klar. Ja, es gibt natürlich auch Evaluationen und wissenschaftliche Erhebungen, weil wir als gesetzliche Krankenkasse natürlich finanzielle Mittel und Unterstützung in Projekten wie dieses Präventionsprojekt auch nur dann machen dürfen, wenn erwiesen ist, dass das eben auch Erfolg ist, dass auch langfristige Krankheiten, denn bestimmte Krankheiten, das ist erwiesen, sind zu verhindern, wenn man frühzeitig mit einer gesunden Lebensweise beginnt. Und das machen wir ja schon auch im Kindergarten mit dem Projekt Jolinchen Kids. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt, was wir hier in der Region in Kindergärten auch anbieten, in den verschiedenen Orten. Und wie gesagt, in der Hauptsache dreht sich es wirklich auch spielerisch beizubringen, wie ich mich mit Spaß bewege, gern bewege, nicht wahr, als Vati, Mutti und der Lehrer gesagt haben, und natürlich auch gut und gesund ernähre.
gibt es eine entsprechende Motivation, wirkt dies lange nach. Also das ist für die jungen Leute auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass die Profis halt dabei sind, damit sie sehen, wenn man fleißig trainiert, dann kann man es auch in das Oberhaus des Basketballs schaffen. Ich glaube, für die Spieler ist es eine ungewöhnliche Situation, weil sie ja ansonsten nur untereinander trainieren. Aber wenn man so schaut, ich glaube, es macht ihnen auch viel Spaß. Wenn sie sehen, mit wie viel Begeisterung die jungen Leute dabei sind, dann ist das, glaube ich, mal eine schöne Abwechslung in dem doch recht harten Alltag eines Profisportlers, der ja sehr viel trainieren muss. Eine Fortführung dieses AOK-Jugendcamps beim MPC soll es auch im kommenden Jahr wieder geben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Förderung für junge Facharbeiter ausgeweitet, die einen guten Berufsabschluss haben und sich weiterbilden möchten. Ob ein Intensivsprachkurs im Ausland, ein berufsbegleitendes Studium oder fachliche Lehrgänge zu finanzieren sind. Wer ein entsprechendes Stipendium bekommt, erhält nun binnen 3 Jahren insgesamt bis zu 7.200 Euro, statt zuvor 6.000 Euro. Wie die IHK Halle Dessau mitteilt, können im südlichen Sachsen-Anhalt davon bisher 148 junge Facharbeiter profitieren. Und jetzt weitere Nachrichten aus dem Burgenlandkreis, kurz und kompakt. Die Stadt Naumburg ist weiterhin auf der Suche nach einem Darsteller, der beim traditionsträchtigen Naumburger Hussitenkirchfest vom 22. bis 26. Juni in die Figur des Prokop schlüpfen möchte. Nachdem Hartwig Klotze, langjähriger Darsteller des Prokops beim Naumburger Hussitenkirchfest, nach über 20 Jahren in seinem wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, muss die Position im Festumzug neu besetzt werden. Für den Nachfolger, der in der Spielszene auf dem Markt letztendlich über das Wohl oder den Untergang der Stadt entscheidet, wäre es von Vorteil, bereits Reiterfahrungen und gegebenenfalls ein eigenes Pferd zu besitzen. Auch das Live-Sprechen der Spielszene sollte möglich sein. Die Nachstellung der Rettung Naumburgs aufgrund der Begnadigung durch den Prokop wird als Spielszene mit Unterstützung von Kindern einer Grundschule dargestellt. Dabei tritt der Lehrer von der Schule, so wie es die Sage erzählt, mit den Kindern vor den Prokop und dessen Heer und bittet um Gnade. Dieser ist so angetan von dem Mut der Kinder, dass er die sofortige Erlösung der Stadt bestimmt. In der Darstellung, die live und mit wenigen Sätzen auf dem Marktplatz gesprochen wird, trägt der Prokop neben den Kindern die Hauptrolle. Als Erretter der Stadt steht er nicht nur den Kindern gegenüber, sondern wird auch gemeinsam mit dem Bürgermeister den Pokal des Rates leeren, als Zeichen ewiger Freundschaft. Wenngleich die Stadt nicht im Besitz eines Pferdes ist, das zur Verfügung gestellt werden kann, wird zumindest auf das Kostüm des Prokops sowie entsprechende Requisiten hingewiesen, die vorhanden sind. Interessenten, die sich gerne in die Gestaltung des Stadtfestes einbringen und dabei noch eine tragende Rolle begleiten möchten, melden sich bitte bei Yvonne Roth im städtischen Kulturmanagement telefonisch unter 03 445 27 34 32 oder per E-Mail unter kirchfest@naumburg-stadt.de. Auch bei uns im Burgenlandkreis nimmt die Anzahl der an Grippe erkrankten Menschen stetig zu. Der Höhepunkt der Grippewelle wird jetzt im Monat Februar bis in den März hinein erwartet. Sowohl im Naumburger als auch im Zeitzer Klinikum müssen derzeit mehr Patienten, die an Grippe erkrankt sind, behandelt werden. Aber an beiden Standorten ist man hier noch nicht am Limit angekommen. Die Intensivstation im Zeitz ist zwar belegt, aber nicht mit Patienten, die an der Grippe erkrankt sind, so Pressesprecherin des Klinikums Marika Hesse. Im Naumburger Klinikum hat sich natürlich ebenfalls die Anzahl an Grippepatienten erhöht, aber alles hält sich auch hier noch im Rahmen. Viele Patienten konnten glücklicherweise ambulant behandelt werden. Gute zum 18.
Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben mal wieder die Qual der Wahl. Diesmal hätten wir im Angebot klassische Musik, Kinderfasching oder ein Praxisseminar. Für Ihre Freizeitgestaltung gibt es da noch mehr. Was genau, das sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Lernen Sie im Herzoglichen Weinberg in Freiburg die Kunst des Rebschnitts kennen. Vom erfahrenen Praktiker wird Ihnen am Samstag, den 11. Februar, demonstriert, wie bei verschiedenen Erziehungsformen und Altersstufen der Weinstöcke der sachgerechte Rückschnitt erfolgt. Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt. Beginn ist um 9 Uhr. Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere des hochbegabten Zentrums der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar erfreuen Sie am Samstag, den 11. Februar im Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus mit Solo- und Kammermusik verschiedener Epochen. Beginn ist um 17 Uhr. Am Samstag erklingen im Rahmen der Klangzeit Naumburg unter dem Thema Rastlose Liebe Werke unter anderem von Heberle, Rossini und Beethoven. Akteure an diesem Abend sind Naoko Fukumoto am Klavier und Susanne Erhardt mit Klarinette und Blockflöte. Beginn ist um 19.30 Uhr im Burgenlandsaal in Naumburg. Alle Kinder aufgepasst! Am Samstag, den 11. Februar, steigt für euch im Hohenmölzner Bürgerhaus ein zünftiger Faschingsnachmittag mit dem Karnevalsclub Möchtegern aus Taucha. Los geht's um 14.30 Uhr und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Am Samstag, den 12. Februar, steht im Theater Zeitz im Kapitol die Big Band Gala 2017 mit dem Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt auf dem Programm. 1993 gegründet, bietet das Orchester seit über 20 Jahren gelungene Konzerte auch auf internationalen Bühnen. Belgien, Kanada, Israel und 2015 auf der Mailänder Expo. Es ist der musikalische Botschafter Sachsen-Anhalts, des Bundeslandes im Herzen Deutschlands. Das Programm des Jugendjazzorchesters umfasst weniger die Standards des Genres, sondern vor allem solche Titel, die der Band ein besonderes Gesicht geben. Der Breitbandsound der Westküste Amerikas, die Dynamik Afroamerikas. Bis hin zu solchen, die der Band auf den Leib geschrieben wurden und ihre Kraft auch aus der großen Musiktradition Sachsen-Anhalts schöpfen. Das sind vor allem in den Jazz transformierte Barockmusik von Händel, Luthers Volkslieder und aktuell vor allem Kurt Weill. Beginn ist um 16.30 Uhr. Im Klinikbistro des Saale-Unstrut-Klinikums Naumburg findet am Montag, den 13. Februar um 17 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema Diabetes in der Schwangerschaft statt. Dr. Maren Peter, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, steht Ihnen an diesem Tag für all Ihre Fragen zur Verfügung. Große Schatten werfen ihre Ereignisse voraus. Was ist los? Jetzt, meine Damen und Herren, ist die Katze aus dem Sack. Ich will da gar nicht hin, die Manier. Zu meiner allerersten Sendung Marco Schied Spezial. Großartig, der beste Schauspieler in dem ganzen Film. Ja,
Genauso. Schneebedeckt sind die Berge, aber nur im kalten Winter. Was für ein epochaler Satz! Von einer gelungenen Aktion kann hier überhaupt keine Rede sein. Ein satirischer Jahresrückblick von und mit Marco Schied. Auf vielfachen Wunsch gibt es ihn jetzt auf DVD. Danke erstmal. Erhältlich im Nähkästchen im E-Center Weißenfels und bei Ixilon, der Geschenkeboutique im Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Smart. Hände an Steuer, Augen auf die Straße. Zwei Männer in Rot trommeln sich aus dem Burgenlandkreis in die ganze Welt. Wer kennt sie nicht? Die Rede ist von Thomas Garding und Benjamin Gerd, kurz Red Attack. Die beiden sind mit ihrer Trommelshow ständig auf Achse. Meine Kollegin Marie-Louise Luther hat sie exklusiv bei den Proben für die neue Show im Jahr 2018 getroffen. Sie sind rot, kommen aus Zeit und spielen vor Tausenden von Leuten. Die Rede ist natürlich von Red Attack. Und wir durften die Jungs exklusiv in einer Probehalle besuchen, denn diese feilen gerade an ihrer neuen Show. Und natürlich ist da alles top secret. Wir wollten nach der kleinen Kostprobe wissen, wie die beiden sich kennengelernt haben und haben nachgefragt. Hallo Marie. Ich würde dir das erzählen, es ist hier ziemlich frisch. Ich ziehe mal ganz kurz ein schnelles Jäckchen an. Gibst du meine Ohren? Ja. Also wie haben wir uns gefunden? Das war so. Ich hatte damals als angehender Schlagzeugschüler, also ich wollte mein Instrument besser beherrschen lernen und war auf der Suche nach einem Schlagzeuglehrer und den habe ich auch schnell gefunden. Zum Glück auch den richtigen. Und den ersten Besten genommen. Den ersten Besten, ja. Ja, und daraufhin haben sich dann bestimmte Wege auch erschlossen. Und den Weg sind wir zusammen gegangen, sind wir bis hierher gegangen und wir wollen noch viel weiter zusammen gehen. Nachdem sie ihre eigene Show hatten und auch mit Rainer Haselhoff gemeinsam getrommelt haben, wollten wir wissen, was es noch für Highlights in ihrer bisherigen Karriere gab. Es gab viele Highlights. Also eigentlich ist es ja jedes Mal wieder ein Highlight. Ne? Also ich fand es schon cool, wo wir letztes Jahr am Wörthersee waren, in Österreich, vor Tausenden von Leuten. Und das war schon echt eine coole Sache. Weinberg, Freiburg. Zum Beispiel. Was hat dir noch gefallen? In Landstuhl, im Westen. Ja, Stadtfest. Sensationell.
2000, 3000 Amerikaner. Da ist ja die größte Rammstein Airbase. Ja, boah, fett. War cool. Ja, was waren, aber wir hatten eigentlich so... Eilenburg, Herzschlag der Welt, unsere ja, ausverkauft. Die erste ausverkaufte Show. Und ganz nach dem Motto, wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch hier, wollten wir natürlich von den Jungs wissen, ob sie uns etwas über ihre neue Show verraten oder ob alles streng geheim ist. Naja, du bist ja schon mal hier, da müssen wir ja ein bisschen was verraten. Also wir haben vor 2018 wieder eine neue Show unseren Fans und dem Publikum zu präsentieren. Mhm. Name voraussichtlich... Geheim. Alles. Alles auf Rot. Alles auf Rot. Und wir müssen ja mit der Zeit gehen, müssen da immer am Puls der Zeit bleiben. Deswegen haben wir ein bisschen versucht, neue Instrumente, neue Ideen uns einfallen zu lassen. Und das wird hier in dieser Probenhalle bei unserem Technikpartner Jamsound erfunden, aufgebaut, in Ton und Bild gesetzt und dann schauen wir mal, was 2018. Wie groß ist denn der Aufwand bei einer solchen Show? Die ersten Auftritte, die wir beide gemacht haben, da haben wir noch selbst aufgebaut und geschleppt. Das würde jetzt nicht mehr funktionieren, einfach weil wir nach Stunden aufbauen schon so platt wären. Ja. Also zu dem großen Instrumentarium kommt ja noch dazu, dass wir einfach auch einen enormen technischen Aufwand haben. Also das muss ja alles transportiert werden. Das sind überall Cases dazu, da müssen Mikrofone ran. Und ja, und jetzt haben wir noch so 2-3 Schritte mehr gemacht in Richtung größer werden. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen jetzt, die uns LED-Wände auf die Bühne stellt. Wir arbeiten mit einer guten Ton- und Lichtfirma Jamsound, die uns soundtechnisch und lichttechnisch betreuen. Der Aufwand ist immens. Hätten wir das vorher gewusst, ich glaube... Ich hätte es trotzdem gemacht. Wo kann man euch in diesem Jahr live erleben? Veranstalten dieses Jahr in Weißenfels am 3.4. Am 4.3. Am 4.3. die Red Attack Ladies Night. Alle Frauen sind recht herzlich eingeladen. Ja, wir freuen uns riesig drauf. Wir haben ein paar Gäste eingeladen, haben viele Specials mit drin, haben eine fette Aftershow-Party. Und es gibt auch schon Auszüge aus der neuen Show zu sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizukommen. Ja. Ich freue mich auf den Weinberg wieder, 5.8. Wie gesagt, Österreich hat er schon gesagt, 11.6. unser Jubiläumskonzert, unsere Jubiläumsshow von 16 bis 18 Uhr auf dem Altmarkt in Zeit. In diesem Jahr heißt es 5 Jahre Red Attack. Was kommen denn die nächsten 5 Jahre? Also wir haben uns echt viel vorgenommen, wir träumen ja auch viel, aber das zahlt sich auch aus. Also, wie soll ich denn das sagen? In 2 Jahren sehe ich uns so europaweit unterwegs, also ganz ehrlich. Und da wollen wir auch hin und das machen wir auch. Es gibt Anfragen aus Finnland, Frankreich hatten wir schon. Frankreich, also so langsam. Na? Wir bedanken uns bei den Jungs von Red Attack für das Interview und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg. In den vergangenen Tagen hatten ja alle Schulkinder Winterferien. Und da gab es auch wieder zahlreiche Aktionen, Ferienaktionen, nicht nur bei uns im Landkreis. Stellvertretend für die verschiedenen Angebote waren wir in Weißenfels im Museum und nahmen an einem märchenhaften Rundgang durch die Schuhausstellung mit der Schusterfrau teil. Geschichte für Kinder aufzuarbeiten ist keine einfache Sache. Es muss für die Kinder interessant und vor allem erlebbar sein. Im Museum Schloss Weißenfels wird dies auch 2017 umgesetzt.
Ja, das ist meine Einstellung, dass wir Kinder mit kleinen Geschichten, Spiel und Spaß die Geschichte vermitteln. Denn der Spruch heißt ja, sag es mir und ich höre hin. Zeig es mir und ich vergesse es. Aber lass es mich tun und ich behalte es. Ich habe mir ein Schuhmärchen ausgedacht, um die Kinder mit viel Spiel und Spaß durch die Schuhausstellung zu führen. Weil ich doch selbst auch noch ein kleines Kind bin und möchte sehr gerne immer hübsche Schuhe anziehen, immer mit ein bisschen Spiel und Spaß Geschichte lernen. Natürlich können wir nicht ganz viele Märchenfiguren reinbringen, aber wunderbare Schuhe vorstellen. Noch bevor das Schuhmärchen umgesetzt wurde, kam von anderer Seite viel Zuspruch. Wir waren auf Locolino bei der Familienmesse in Göttingen mit Schuhkerzen, mit Schuhkostümen und haben erzählt, was es alles Wunderbares im Weißenfelser Schloss gibt. Die Leute waren begeistert. Wir haben Schloss und Schuhmärchen gespielt. Dazu gehört natürlich auch etwas Kostümierung. Jedes Kind schlüpfte in eine kleine Rolle. Auf jeden Fall Prinzessin Friederike, die in unserem Schloss gelebt hat. Die Schustersfrau, deren Namen wir nicht wissen. Eigentlich noch eine Köchin, eine Zauberin und natürlich eine Tänzerin, damit wir auch die Schuhe anprobieren können. Denn logischerweise dürfen wir keine Originale aus den Vitrinen die Kinder anprobieren lassen. Aber ein kleiner Trick, wir kaufen die Schuhe ein, Ballettschuhe, und schon können die Kinder etwas erleben. Im Märchen möchte die Prinzessin gern mehr über ferne Länder erfahren. Da das Reisen vor dem Verlegen von Bahngleisen sehr lange gedauert hatte, sollte die Tänzerin von fernen Ländern berichten. Im Museum sind die einzelnen Länder und Epochen zum Glück nur wenige Meter voneinander entfernt. Heute wurde nach Bali gereist, es wurde nach Nordamerika gereist, ins wunderbar heiße Ägypten und natürlich nach Deutschland, nach Weißenfels, da wo ja alle Leute hinkommen sollen, ins schöne Schloss. Auch wenn die Schuhmodelle ihre regionalen Besonderheiten haben, eins ist bei allen gleich. Die Handarbeit. Alle Länder stellen ihre Schuhe anders her. Das vermittelt ja auch die Schuhausstellung, damals wie heute. Für uns aber ganz wichtig die Handarbeit und wie sind die Menschen, die diese Schuhe getragen haben und wie benehmen sich die Kinder der Menschen, die diese Schuhe tragen. Mein Gefühl ist, so wie wir mit den Kindern umgehen, so gehen die Kinder mit uns um. Wie hat die Pädagogin die Kinder bei der Schuhmärchenpremiere erlebt? Wunderbar. Die Augen, Sie haben ja die Augen nicht gesehen mit Ihrer Kamera, aber die Kinder machen mit, die Kinder staunen. Es gibt auch die Momente, wo sie ganz leise werden, weil sie es noch nie gehört haben. Und das liebe ich. Denn sie sollen ja im Museum das erleben, was sie in der Schule und in der Freizeit draußen nicht erleben. Darum sollen sie ja zu uns kommen. Stellt sich die Frage, warum erst 2017 das Schuhmärchen das Licht der Welt erblickte. Das Schuhmärchen hat lange geschmort, weil zwischenzeitlich Grüne Pferde über dem weißen Himmel das Märchen entstanden ist. Dann haben wir das Schlossmärchen geschrieben und aufgeführt und ein Kinderbuch gemacht und auf der Buchmesse vorgestellt. Dann haben wir Händel spielt in Weißenfels als Theaterstück hier aufgeführt, haben es in Leipzig aufgeführt, in Göttingen. Das entsteht jetzt als Kinderbuch. Und jetzt kommt das Schuhmärchen. Immer, wie sagt man, ein Schritt nach dem anderen. Auch dieses Märchen soll es in Buchform als Kleinauflage geben. Ich bitte immer alle Gäste, malt mir was auf. Und die schönsten Bilder, nein, alle Bilder hängen wir in eine Galerie. Und Kinder entscheiden, was kommt in mein nächstes Kinderbuch. Und die dann reinkommen als Illustratoren, die gehen dann mit mir gemeinsam auf die Leipziger Buchmesse. Wir machen mit Jugendlichen gemeinsam dieses Buch. Und die werden dort vorgestellt und dürfen das Buch aus Weißenfels dann präsentieren. Wer nicht zu lange warten möchte, macht am besten einen Termin im Schlossmuseum und vereinbart eine Aufführung des Schuhmärchens. Also ich denke, das Schlossmärchen im letzten Jahr hatte ich geplant 20, 30 Veranstaltungen. Ich bin bei 60 gelandet. 60 Veranstaltungen haben wir durchgeführt. Und ich möchte in diesem Jahr das Schuhmärchen auch so 30 Mal aufführen. Und natürlich, wenn die Lehrer, wenn die Eltern, wenn die Kinder Spaß dran haben, wird es immer weiter aufgeführt. Kommen wir zur beliebten Rubrik der Wetterplauderei. Ja, die letzten Tage waren neblig, grau, ja, schon ein bisschen depressive Stimmung draußen vor der Türe. Kalt war es auch ganz schön, teilweise bis zu minus 5, 6 Grad am Tag. Über Null ging das Thermometer bei uns kaum. Wie werden die nächsten Tage? Geht's denn jetzt mal langsam mit den Temperaturen etwas nach oben? Und zeigt sich vor allen Dingen für uns alle mal etwas die Sonne? Wir sagen es Ihnen ganz genau, wie immer in unserer Wettervorschau.
Am Samstag fällt aus einer geschlossenen Wolkendecke etwas Schnee. Bei schwachem Ostwind werden minus 1 bis 2 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schneefälle nordwärts ab. Nachfolgend fällt aus einer weiterhin geschlossenen Wolkendecke nur noch örtlich geringer Schnee. Es werden Tiefstwerte zwischen minus 3 und minus 6 Grad und schwacher Ostwind erwartet. Am Sonntag hat die Sonne bei einer starken Bewölkung nur geringe Chancen, sich durchzusetzen. Niederschlag fällt meist nicht. Bei 0 bis 3 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Montag lockert die Wolkendecke auf und es bleibt trocken. Die Temperatur geht auf minus 4 bis minus 6 Grad zurück. Der Ostwind weht dabei schwach bis mäßig. Am Montag wird es überwiegend sonnig sein. Bei einem schwachen Wind aus östlicher Richtung werden Tageshöchstwerte von 4 Grad erwartet. Der Countdown für unser Wochenende hat begonnen und wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, schon am kommenden Dienstag zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle mit der neuesten Ausgabe von BLK Regional. Bis dahin gibt es aktuelle Nachrichten auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Webseite unter blkregional.tv. Wir freuen uns über jeden Besuch. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut, erleben Sie was und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.